Was für ein Vollidiot. Erst haut er dir vor ein paar Tagen eine rein, weil er eifersüchtig auf mich ist. Und dann verlässt er seine Verlobte kurz vorm Traualter. Das mit dem Kinnhaken war keine Absicht. Ja, aber das macht's nicht besser. Der Typ ist ein Vollpsycho. Wie geht's deiner Schwester? Giselle ist eine Meisterin der Verdrängung. Aber der große Einbruch kommt noch. Ich hoffe nur, dass ich dann bei ihr bin. Arme Giselle. Sie läuft Tore ja trotzdem ständig in der Firma über den Weg. Soll ich ihn mal noch reinhauen? Vielleicht kommt er dann zur Vernunft. Nein. Ich will einfach nur so wenig wie möglich Kontakt mit ihm. Und meine Schwester soll er auch in Ruhe lassen. Schläft sie bei dir? Ich habe ihr angeboten, dass ich ihre Sachen aus Tores Wohnung hole und dann zieht sie bei mir ein. Soll ich mitkommen? Vielleicht macht er mich dumm an und dann kann ich ihm trotzdem eine reinhauen. Das ist sehr ritterlich von dir, aber wenn ich Glück habe, ist Tore gar nicht da. Und falls doch, dann kann ich mich durchaus verbal wehren. Mhm. Spießerin. Prolet. Naja, lass dich nicht einlullen. Ich habe von Anfang an gemerkt, dass es ein Arschloch ist. Ich hoffe, das weißt du auch.